von uns beiden und du tust gefälligst das, was ich sage. Von dir lasse ich mir überhaupt gar nichts sagen. Du hast doch gar keine Ahnung, sonst würdest du Mama jetzt nicht so über die Klinge springen lassen. Sie hat unseren Vater nicht umgebracht. Mein Gott, ich hab dir schon tausendmal gesagt, das war Notwehr. Hey. Reißt euch mal zusammen jetzt. Sag ihr bitte, dass sie aufhören soll, so über meine Mutter zu reden. Hey, sie ist ja vielleicht auch meine Hallo. Mutter. Hallo, ich hab gesagt, ihr sollt aufhören. Und du gehst jetzt raus. Aber Onkel Erich, du gehst raus. Warum denn? Damit sie Mama dann weiter schlecht machen kann, oder was? Nee, du holst mal Luft und dann darfst du wieder reinkommen. Ach, los. Komm, echt. Ja, Mann, ey, der Typ dreht echt voll am Rad. Ich kann mit dem einfach nicht vernünftig reden. Hey, der wird wieder klar im Kopf, okay? Ja. Gib mir ein bisschen Zeit. Aber vorher muss ich dir noch was zeigen. Ja, was denn? Du musst mir aber versprechen, dass du nicht schlecht vom Papa bist. Ja, los jetzt. Er hat mir mal ein Foto geschickt. Von seiner Freundin. Ich weiß, dass er eine Geliebte hatte. Ja, und von der hat er mir ein Foto geschickt. Ja, zeig doch mal her. Verstehst du jetzt, dass ich das noch nicht zeigen konnte? Okay. Weißt du, ich meine, ich will nicht, dass das Mutter davonkommt mit dem Getue und dem Notwehrgemache. Ich verstehe schon. Aber guck dir das an. Ist das eine Tätowierung da an der Hüfte? Wo? Na da, an der Hüfte, da unten. Das könnte aber auch von der Decke sein, oder? Nein. Das ist eine Tätowierung. Bist du sicher? Naja, also hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, ich habe die schon mal gesehen. Bist du sicher? Ja, wenn, bei uns in der Kneipe, bei meinem Vater. Aber ich müsste natürlich noch mal hinfahren und auf den Fotos nachschauen. Ja, dann schaffst du es niemals rechtzeitig zur Verhandlung. Du, wenn ich nicht rechtzeitig da bin, dann sagst du einfach denen Bescheid. Aber beeil dich. Ich komm auf jeden Fall. Christine Brauer, geboren 15. Juni 1964 in Hildesheim, wohnhaft in München, verwitwet, Hausfrau, Aushilfe in einer Buchhandlung, seit dem 3.9.2009 in Untersuchungshaft in der JVA München-Stadelheim. Am Abend des 2.9.2009 eröffnete Bernd Brauer seiner Ehefrau, der Angeklagten, in seiner Gastwirtschaft Packeis in München, dass er sie wegen einer anderen Frau verlassen und sich von ihr scheiden lassen wolle. Aus Wut darüber schlug die Angeklagte dem Ehemann mit der Faust ins Gesicht. Sodann griff die Angeklagte in der Küche nach einem Fleischhammer und schlug dem 43-Jährigen damit zweimal mit voller Wucht auf die Stirn. Bernd Brauer erlitt eine Schädelfraktur und verstarb kurze Zeit später infolge von Hirnblutungen. Dann entfernte die Angeklagte in der Küche alle Tat- sowie Blutspuren und hiefte den Leichnam ihres Mannes in den Kofferraum ihres Wagens. Noch bevor die Angeklagte die Leiche entsorgen konnte, wurde sie entdeckt. Die Angeklagte wird somit des Totschlags beschuldigt, strafbar gemäß dem § 212 des Strafgesetzbuches. Als Angeklagte steht es Ihnen frei, ob Sie sich zu dem Vorwurf äußern wollen. Wie wollen Sie es halten? Ja, ich möchte mich äußern. Ich habe am 2. September nur mein eigenes Leben gerettet. Ich wollte nicht, dass mein Mann so schwer verletzt wird. Aber anders hätte ich diesen Abend nicht überlebt. Ja, dann erzählen Sie es doch mal von vorn, oder? Was ist passiert an dem Abend? Mein Mann ist am Abend nicht nach Hause gekommen, obwohl er mittwochs eigentlich seine Kneipe geschlossen hat. Ich habe dann angefangen, mir Sorgen zu machen, bin hingefahren, um nachzuschauen, ob er da ist. Und, war er da? Ja, er war da. Er saß im Dunkeln an einem seiner Tische, hatte vor sich eine Flasche Whisky stehen, die er offensichtlich schon fast geleert hat. Mhm. Er hatte diesen Blick. Ich wusste sofort, dass er gleich explodiert. So hat er mich immer angeschaut, kurz bevor er zugeschlagen hat. Und was ist dann weiter passiert? Dann ist er plötzlich aufgesprungen und auf mich zugekommen. Ich bin dann rückwärts in die Küche und er ist immer weiter auf mich zugekommen, hat dabei rumgebrüllt. Und mit einmal hatte er plötzlich dieses Messer in der Hand. Was für ein Messer war das? Eins aus dem Messerblock. Ich weiß nicht mehr genau, welches es war. Und was haben Sie da getan? Ich habe versucht, aus der Hintertür der Küche zu kommen. Die war aber versperrt. Ich war voller Panik. Bernd hat mich schon oft geschlagen. Aber er hatte noch nie ein Messer in der Hand. Ich habe dann versucht, an ihm vorbeizukommen. Rechts, links, aber er ließ mich nicht vorbei. Ich habe dann versucht, mit ihm zu reden, ihn zu beruhigen, dass er mich gehen lässt. Aber er hörte überhaupt nicht zu. Er brüllte nur weiter rum. Und dann habe ich nach dem Nächstbesten gegriffen, was da lag, und hatte einmal diesen Fleischhammer in der Hand. Und dann habe ich zugehauen, bevor er mich mit dem Messer treffen konnte. Tja, meine Mandantin wollte offensichtlich ihr eigenes Leben retten. Ihr blieb gar nichts anderes übrig. Herr Verteidiger, sie hat zweimal mit dem Fleischhammer zugeschlagen. Aber ich musste und einmal hätte wohl gereicht. Ich musste ein zweites Mal zuschlagen. Er kam dann ja immer noch mit dem Messer auf mich zu. Meine Mandantin hat um ihr Leben gefürchtet, Herr Staatsanwalt. Und dann
Haben Sie festgestellt, ja, dass er tot ist? Nein, ich mit einmal schon, wieso, fiel haben er Sie um. Da nicht, haben Sie da nicht die Polizei gerufen und alles erklärt, oder? Ich habe dann erst verstanden, dass er tot ist. Ich weiß auch nicht, warum ich das alles gemacht habe. Ja, und warum Sie stattdessen die ganzen Spuren verwischen haben, statt die Polizei zu rufen, wie der Vorsitzende sagt? Ich war außer ja, sogar mir. Auf dem Messerblock gab es keinen einzigen Messergriff, an der nicht abgeputzt war. Haben Sie da vielleicht auch die Spuren verwischt, unnötigerweise? Es war alles wie in einem schlechten Film. Es lief alles automatisch ab. Ich war, als wenn ich das nicht selber bin, die da handelt. Sehen Sie, sie war nicht sich selbst. Genau. Ja, sie stand offensichtlich unter Schock. Jetzt haben Sie gerade eben schon gesagt, Ihr Mann habe Sie öfter geschlagen. Seit wann ging das denn schon? Im ersten Jahr unserer Ehe noch nicht, aber im zweiten Jahr ging es schon los. Seine Ausbrüche waren völlig unabsehbar. Mit einmal schlug er zu. Dann hatte ich so ein, zwei Monate Ruhe und dann ging es von vorne los. Haben Sie irgendjemandem davon erzählt? Nein. Jetzt haben Sie ja gesagt, er habe Sie vorher nie mit einer Waffe angegriffen. Wissen Sie, warum es diesmal anders war? Es muss irgendetwas vorgefallen sein, aber was hat er mir nicht gesagt? Ich weiß nur, dass er in den letzten Monaten sehr unglücklich war. Mein Mann hatte im Winter einen sehr schweren Skiunfall. Der hat ihn stark eingeschränkt. Er hat dann mittags eigentlich nur noch in seiner Kneipe gekocht. Abends gab es gar kein Essen mehr bei ihm. Haben Sie davon gewusst, dass Ihr Mann den Plan hatte, Sie zu verlassen und mit der anderen Frau zusammenzuziehen? Nein, mir gegenüber hat er gar nichts erwähnt. Nicht an dem Abend und auch nicht vorher. Nee. Nein. Fragen noch an die Angeklagte. Dann nehmen Sie bitte beim Verteidiger Platz. Wir treten in die Beweisaufnahme ein. Erich Brauer, bitte. Herr Brauer, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte Ihr Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Sie heißen Erich Werner Brauer, 39 Jahre alt. Sie wohnen in Frankfurt am Main. Sie sind ledig, technischer Zeichner und Sie sind der Schwager der Angeklagten. Als Schwager haben Sie Zeugnisverweigerungsrecht. Wenn Sie nicht wollen, müssen Sie nicht aussagen. Wie wollen Sie es halten? Ich will aussagen. Gut. Bei der Polizei haben Sie schon ausgesagt, Ihr Bruder sei an dem Wochenende vor seinem Tod bei Ihnen zu Besuch gewesen. Das ja, ist er war richtig. Von Freitag bis Sonntag bei mir. Über was haben Sie denn da so alles geredet? Über dies und jenes, aber vor allem hat er mir erzählt, dass er den größten Fehler gemacht hat, sie zu heiraten. Das war sein größter Fehler. Und das wurde ihm noch bewusster im Winter. Da hatte er den Unfall und dann musste er sich noch öfter mit ihr abgeben. Was hat denn diese Ehe zu dem größten Fehler seines Lebens gemacht? Ja, die Ehe war schon ein Fehler, bevor sie überhaupt angefangen hat. Er hat sie ja nur geheiratet, weil sie mit Milena schwanger war. Und er war nicht der Typ, der eine Frau im Stich lässt. Und außerdem war er erst 18 damals. Er hat halt immer versucht, ein guter Ehemann zu sein und ein guter Vater. Wollte sich stets bemühen. Nicht? Und ja. Zu diesen Bemühungen, da zählte dann auch körperliche Gewalt, oder wie? Er hat sie nie geschlagen. Das war gar nicht seine Art. Ja, aber bitte nur, weil Sie es nicht gesehen haben oder weil es Ihnen nicht erzählt hat, heißt es auch nicht, dass es nicht passiert ist. Häusliche Gewalt war nicht sein Ding, okay? Also er wollte seine Ehefrau verlassen. Er hatte eine Frau kennengelernt, mit der er sich vorstellen konnte, sein Leben zu verbringen. Zu der Frau kommen wir dann noch später. Wussten Sie denn, wann er das der Angeklagten sagen wollte? Genau weiß ich es nicht, aber es ist Mittwoch wahrscheinlich, weil da die Kneipe zu war. Und wissen Sie, ob er seine Frau noch über den Plan informiert hat? Muss er ja am Mittwoch gemacht haben, nachdem sie ihn dann umgebracht hat. Also die Angeklagte hat jedenfalls behauptet, sie habe in Notwehr gehandelt, weil ihr Bruder auf sie mit einem Messer losgegangen ist. Notwehr. Und deshalb verwischt man alle Spuren und macht so, als wäre nichts gewesen. Sie waren derjenige, der dann die Leiche ihres Bruders gefunden hat? Ja, das war schlimm, ja. Im Kofferraum. Wie ist es dazu denn gekommen? Ja, ich habe noch SMS geschrieben mit meinem Bruder und gesagt, am Donnerstag telefonieren wir. Und dann habe ich ihn nicht erreicht und dann habe ich sie angerufen, gefragt, wo er ist. Sie sagte dann, er ist weggefahren irgendwo hin. Und das habe ich ihr nicht geglaubt. Dann bin ich nachgefahren und habe sie gerade mal erwischt, wie sie weg wollte. Habe sie natürlich aufgehalten. Haben Sie mit ihr dann geredet? Ja, ich habe sie dann noch mal gefragt, wo Bernd ist. Und dann hat sie irgendwelche Ausflüchte gesucht. Ich habe ihr gar nichts geglaubt. Und dann hingen da auch noch irgendwelche Plane aus dem Kofferraum. Und dann bin ich an den Kofferraum und habe reingeschaut. Und ja, das sieht man an den Fotos, wie er dann grausam gefunden wurde. Grausam. Also so haben Sie ihn gefunden im Grunde. Grausam. Mhm. Ich habe hier den Obduktionsbericht. Todesursächlich, das verlese ich mal. Todesursächlich war ein Zerreißen der Meningealarterie infolge eines Schädelbruches. Das Blutungsvolumen bewirkte beim Opfer eine tödliche Hirnkompression, die innerhalb von ca. 5 bis 10 Minuten zum Tode durch Atemlähmung führte. Der Schädelbruch war die Folge von zwei Schlägen auf die Stirn, und zwar mit diesem Fleischhammer hier. Ja, das hat man ganz klar feststellen können. Des Weiteren wurde eine Fraktur des Nasenbeins festgestellt. Aus den Blutspuren an der Kleidung des Opfers lässt sich schließen, dass diese Verletzung kurz vor dem Tod vermutlich durch einen Faustschlag oder Ähnliches zugefügt wurde. Ja, außerdem hatte er, Ihr Bruder, zum Todeszeitpunkt laut dem Bluttest eine BAK von 2,13 Promille.
Ja, nüchtern, also deswegen ist es auch davon nicht geschafft, auszugehen, dass er deutlich eingeschränkt in seiner Reaktion war. Aber ich habe meinen Mann nicht mit der Faust geschlagen, nur mit dem Hammer. Bist du noch stolz drauf? Herr Brauer, vielleicht sollten Sie mal einsehen, dass Ihr Bruder nicht der moralische Held war, wie Sie es vielleicht gerne hätten. Ja gut, war vielleicht nicht alles okay, was er gemacht hat. Sehen Sie? Aber das tat ihm leid mit dem Fremdgehen, das war ja nicht, war kein Fremdgänger. Wissen Sie denn, kommen wir mal auf die Dame zurück, wer diese Dame war, mit der er sich seine weitere Zukunft vorstellen konnte? Ja, genau weiß ich es nicht. Er hatte mir mal ein Foto geschickt von ihr und mit dem Kommentar, das sei seine neue Freundin. Ich hätte auch ein Bild, wenn es irgendwie hilft. Ja, kann Ihnen das zeigen, klar, wenn ich's... natürlich, dann zeigen Sie mir es denn. Ach so, auf dem Handy haben, ja, Sie da ein Bild. Ja. Hat er mir geschickt. Ja, viele kennt man da nicht von der Dame. Ja gut, ich habe aber kein anderes Foto. Ich schaue gerade mal, vielleicht kann ich das hier auf den Flatscreen legen. Bluetooth haben Sie ja aktiviert hier. Muss ich gerade mal bei mir auf dem Rechner Flatscreen aktivieren. So, ich lege es mal hier groß auf den großen Flatscreen. Wann hat Ihr Bruder Ihnen dieses Foto denn geschickt? Circa 2 Wochen, bevor sie ihn umgebracht hat. Herr Brauer, wieso sollte denn Ihr Bruder gerade Ihnen so ein Foto schicken? Weiß ich nicht. Vielleicht wollte er mir zeigen, was er noch für tolle junge Frauen rumkriegt. Keine Ahnung. Und wieso haben Sie dieses Foto nicht der Polizei gezeigt? Herr Richter, ich wollte nicht, dass man schlecht über meinen Bruder spricht. Und ich denke, die Dame hat nicht mal gemerkt, dass er fotografiert wurde. Und warum zeigen Sie es uns dann heute? Was hat sich da geändert? Ich habe versucht, auf eigene Faust herauszufinden, wer die Frau auf dem Bild ist. Und dann hätte ich ihr was präsentieren können. Da hätte ich sagen können, dieses Notwehrgetue von ihr hier, das ist alles nur Show. Und jetzt habe ich sie nicht finden können. Jetzt muss ich mit dem Foto kommen. Gut, herzlichen Dank. Ich habe das ja mir mal auf den Rechner geladen. Das ist in Ordnung für Sie, oder? Das nehmen wir so zum Protokoll als Beweismittel gespeichert. Dann bleiben Sie unfertig. Nehmen bitte hinten Platz. Nils Brauer, bitte. Herr Brauer, guten Tag. Nehmen Sie bitte hier Platz. Sie wissen natürlich, dass Sie hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Sie heißen Nils Brauer, 21 Jahre alt, wohnen in München. Sie sind ledig, Elektriker und Sie sind der Sohn der Angeklagten und haben damit ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie können vorher entscheiden, ob Sie aussagen wollen. Wenn, dann muss alles die Wahrheit sein. Sie wollen ja. Wie Sie wissen, sind wir heute hier, um zu klären, was genau am 2.9. abends in der Kneipe Ihres Vaters geschehen ist und ob Ihre Mutter Ihren Vater in Notwehr getötet hat oder weil der Sie verlassen wollte. Notwehr, es war ganz klar Notwehr. Meine Mutter hat ihn nur aus Notwehr umgebracht. Ganz langsam, was haben Sie denn überhaupt mitbekommen von dem, was da abgelaufen ist? Gar nichts, ich war nicht dabei. Haben Sie denn sonst mal irgendwann mitbekommen, ob Ihr Vater Ihre Mutter geschlagen hat? Er hat's getan. Er hat's getan. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Wenn meine Mutter sagt, dass es so war, dann war es auch so, okay? Das ist immer noch keine Antwort. Haben Sie denn selbst jemals gesehen, wie Ihr Vater Ihre Mutter geschlagen hat? Nein, habe ich nicht. Oder haben Sie was Entsprechendes gehört? Durch die Zimmerwand vielleicht oder sowas? Ja, eigentlich nicht, aber ich weiß, dass er total aggressiv gewesen ist, wenn er es getrunken hat. Woher wissen Sie es denn dann? Ja, von meiner Mutter. Ja, haben Sie mal irgendwas gesehen bei Ihrer Mutter? Hämatome zum Beispiel? Ja, habe ich. Ich meine, er hat sie regelmäßig verdroschen. Dann wird sie wohl sowas gehabt haben, oder? Also, Ihre Mutter jedenfalls hat bei der Polizei niemals angegeben oder gemeldet, dass sie geschlagen wird. Ich habe mal gelesen, dass ganz viele Frauen denken, dass sie selbst schuld sind, wenn sowas passiert. Und dass sie Angst haben, dass sie ganz alleine dastehen, wenn sie es jemandem erzählen. Und ich meine, sowas doch bestimmt bei meiner Mutter auch, oder? Ja, wieso? Ihre Mutter hat doch auf Sie als Sohn zählen können, oder? Klar hätte sie das. Also? Wieso? Sie wollte halt nicht, dass wir was mitkriegen, weil ich meine, meine Schwester und ich waren ja damals noch viel zu jung. Wir sind noch zur Schule gegangen. Wir hätten ja gar nicht helfen können. Ja, damals. Aber jetzt sind Sie ein gestandenes Mannsbild, oder? Beide erwachsen. Da hätte sich Ihre Mutter ja ohne weiteres anvertrauen können. Ja, ich weiß es nicht. Sie hätte es bestimmt bald gemacht, aber... Ja, wie kommen Sie darauf, dass es bald gemacht hätte? Wie soll ich Ihnen das erklären? Meine Mutter hat in letzter Zeit angefangen, ihr eigenes Leben aufzubauen. Damals ist sie immer nur zu Hause rumgesessen, hat gewartet, bis meine Schwester und ich von der Schule zurückkommen. Und ja, dann hat sie nur noch gewartet, bis mein scheiß Vater von der Arbeit nach Hause kommt, sie zu verprügeln. Dann, vor kurzem, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, hat sie so eine neue Arbeit bekommen. So eine Stelle in so einer Buchhandlung war das, glaube ich, gell? Und ja, seitdem ist sie viel selbstbewusster geworden. Aber wann haben Sie sich diese Stelle, die Arbeitsstelle denn gesucht? Nach dem Skiunfall, nachdem klar war, dass mein Mann nicht mehr so viel arbeiten kann. Sehen Sie, sie hat ihr eigenes Geld verdient und alles. Sehen Sie, meine Mandantin hatte gar keinen Grund, ihren Mann umzubringen. Sie war auf dem Weg zur Selbstständigkeit, unabhängig. Also mein Vater hätte meine Mutter nicht verlassen. Wenn überhaupt, hätte meine Mutter ihn irgendwann verlassen. Hey Nils, ich habe dir doch das Foto gezeigt mit der Frau. Na und?
Ja, ganz klar, da hast du die Frau drauf gesehen, die habe es als erste gezeigt. Du hast mir irgendein Foto von irgendeiner nackten Frau gezeigt. Was ist ich, wo du die hast? Woher hast du? Was schaust du aus dem Internet? Mein Gott, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du hast dir die ganze Geschichte nur ausgedacht, um meine Mutter ins Gefängnis zu bringen. Weil sie nicht ertragen kann, dass dein Scheißbruder in dieser Frauenschläger war. Herr Blau, was auch immer Sie von Ihrem Vater denken, ja? Sie haben hier niemanden zu beleidigen. Und das gilt für Lebenden wie für die Toten. Mann, er hat meine Mutter geschlagen. Der hat keine Frauen geschlagen. Unerträglich, wenn ein Mann seine Frau schlägt. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber er war Ihr Vater und er ist jetzt tot. Und ich möchte nicht, dass hier Beleidigungen ausgesprochen werden, ja? Was ist mit Ihrem Handy? Tut mir leid, ich habe es vergessen auszumachen, war eh nicht so wichtig. Was mein Vater angeht, er hat meiner Mutter sehr, sehr wehgetan. Und das werde ich ihm niemals verzeihen. Aber okay, Entschuldigung. Das ist, jetzt aber Ihr, Herr Brauer. Das liegt ja noch hier wegen des Fotos vor. Kümmern Sie sich gerade bitte mal darum und auch, dass es da nicht mehr läutet. Das Foto habe ich mir ja schon gespeichert. Das ist Milena, meine Nichte. Ja. Darf ich kurz draußen? Ja, aber bitte, klar. Tja, da geht er ja leider, der Herr Brauer. Gern hätte ich ihm noch dieses Röntgenbild gezeigt. Das zeigt nämlich, wozu sein Bruder fähig war. Zeigen Sie mal, Herr Brauer. Von wann ist denn die Röntgenaufnahme? Von 2008. Und da hat Herr Brauer meiner Mandantin zwei Rippen gebrochen. Das sieht man hier eindeutig. Also, Herr Verteidiger, soweit ich informiert bin, hat Ihre Mandantin damals im Krankenhaus erzählt, sie sei bei einem Fahrradunfall verletzt worden. Aber das war eine Lüge, das war mein Mann. Das war eine Lüge und heute ist die Wahrheit, ja. Naja, das wird sie jetzt nicht mehr feststellen lassen. Herr Richter, Entschuldigung, ist wichtig. Was ist denn und los? Und du passt jetzt mal auf. Der Anruf, das war Milena, seine Schwester, meine Nichte. Und der hatte ich das Foto auch gezeigt von dieser Dame. Und die hat da drauf eine Tätowierung erkannt. Und da ist sie in die Kneipe gefahren von Bernd und dachte, sie erkennt die Tätowierung da auf dem Bild an der Wand wieder. Aber da fehlt ein Bild, Nils. Hast du gehört? Da fehlt ein Bild. Jetzt Moment. Und ich bin davon überzeugt, dass er das Bild hat. Und er wusste die ganze Zeit schon, wer die Frau auf dem Foto ist. Also jetzt nochmal. Das Bild, das Sie haben von Ihrem Bruder, da ist eine Frau mit Tätowierung drauf. Ja. Klar. Und Ihre Nichte Melina, wie heißt sie? Milena. Milena. Die hat jetzt versucht, wiederum die Frau mit der Tätowierung zu finden. Ja, weil da hängen Bilder genau an der Wand. Und sie hat gedacht, sie hat es erkannt. Und der wusste das die ganze Zeit. Der hat das Bild hundertprozentig. Wieso soll er das genommen haben? Weil außer der Polizei und Milena und ihm hier keiner mehr in der Kneipe war. Ich belehre Sie mal, 55 StPO, Sie müssen sich selbst nicht belasten. Stimmt das, was Ihr Onkel da sagt? Haben Sie da ein Foto von der Wand genommen? Nein, wie denn? Wie denn auch? Dein Vater ist dir scheißegal, oder was? Jetzt mal ganz langsam, Herr Bauer, ihm habe ich gerade gesagt, er soll sich nicht aufführen. Sie führen sich bitte genauso wenig auf, ja? Was ist denn jetzt überhaupt mit Ihrer Nichte? Die ist doch als Zeugin geladen. Ja, die ist unterwegs, die muss gleich hier sein. Aha. Okay, gut, dann warten wir noch. Wir haben ja noch eine andere Zeugin, und zwar die Stefanie Lang. Die haben wir ja auch noch als Zeugin geladen. Noch jemand Fragen an den Nils? Ich hier? Dann bleiben Danke. Sie unvereidigt. Danke, nehmen bitte hinten Platz. Danke. Und wir ziehen mal die Stefanie Lang bitte vor. Frau Lang, guten Tag. Sie wissen, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Sie heißen Stefanie Lang, 38 Jahre alt. Sie wohnen in München, sind geschieden, Pächter in einer Tankstelle. Verwandt oder verschwägt mit Angeklagten sind Sie nicht. Nein. Es geht heute darum, ob die Angeklagte ihren Ehemann im Streit getötet hat, weil er sie verlassen wollte, oder aus Notwehr. Sie sind die Nachbarin der Brauers. Haben Sie irgendwas mitbekommen? Ja, also genug, dass ich also weiß, dass es in dieser Ehe nicht sonderlich rosig aussah. Wann gab es diese Streitigkeiten? Schon seit Jahren immer wieder. Aber verstärkt jetzt in den letzten Monaten vor dem Tod von Herrn Brauer. Das hat mir Frau Brauer auch bestätigt. Also da hatten die beiden ihre hauptsächlichen Probleme in der Zeit. Mhm. Haben sich mal unterhalten? Das war, ja, wir haben uns auf einem Grillfest ungefähr vor 2 Jahren mal unterhalten. Und da sagte mir Frau Brauer, sie haben ein bekanntes Ehepaar, die sich also jetzt getrennt haben, weil der Mann eine jüngere Frau kennengelernt hatte. Und Frau Brauer sagte also, sie könne sich nicht vorstellen, damit umzugehen. Sie würde also, wenn ihr Mann sie betrügen würde oder verlassen würde, sie wäre also sehr einsam und sie wäre auch finanziell gar nicht abgesichert dann. Hat sie auch gesagt, welche Konsequenzen sie dann ziehen würde, wenn sie ihren Mann betrügen würde? Sie sagte halt schon, sie würde ihn wohl bluten lassen. Bluten lassen? Ja, das hat sie im wahrsten Sinne des Wortes auch getan. Ach, ich bitte Sie, Herr Staatsanwalt, weil Sie wissen doch ganz genau, dass das nicht so gemeint war. Wie war es denn gemeint? Ich meinte, dass ich mir einen guten Anwalt suchen würde. Sie wollte ihn finanziell bluten lassen. Das ist ja wohl ein Unterschied, oder? So. Na ja, gut, jetzt ist es aber so, dass die wenigsten Ehepartner mit eingeschlagenem Schädel gefunden werden, nachdem der andere sowas gesagt hat, nicht wahr? Frau Lang, haben Sie jemals etwas davon mitbekommen, dass der Herr Brauer seine Frau geschlagen hat?
Nein, mitbekommen habe ich das direkt nicht. Es ist nur im Nachhinein, wenn ich so darüber nachdenke, nachdem das alles jetzt passiert ist, muss ich schon sagen, ich habe auch schon das ein oder andere Mal Blutergüsse bei ihr gesehen. Also nicht sehr oft. Sie hat ja auch meistens langärmelige Kleidung getragen. Können Sie uns noch sagen, wie diese Blutergüsse ausgesehen haben? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht also mehr. Würden uns Frau Lang wirklich helfen, wenn Sie sich da noch mal ein bisschen reindenken jetzt in die Situation? Weil es könnte schon dazu beitragen, wenn Sie hier aussagen, dass es vielleicht herauskommt, dass es zu regelmäßigen gewalttätigen Übergriffen durch Herrn Brauer gekommen ist. Ja gut, aber es tut mir wirklich leid, ich weiß es wirklich nicht mehr. Weil es keine Misshandlungen gegeben hat. Der Herr Brauer ist gestorben, weil er seine Frau verlassen wollte. Und damit Punkt. Nein, aber ich glaube nicht, dass wegen sowas Frau Brauer jemanden umbringen würde. Das Jemanden, dass sie nicht irgendjemanden umbringen will, ist ja wohl sonnenklar. Aber ihren Ehemann, ja, weil er sie verlassen will. Das ist was ganz anderes. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das haben Sie ja vorhin selber gesagt. Nein, da müssen Sie falsch liegen. Frau Lang, jetzt werde ich mal erklären, warum ich einen Totschlag angeklagt habe. Ja? Die Angeklagte, nur damit Sie Bescheid wissen, hat nach diesem Unglück, nenne ich es jetzt mal, die gesamte Küche blitzeblank geputzt. Blitzeblank. Da haben wir überhaupt nichts mehr gefunden. So sah die Küche aus, als die Polizei kam. Ja, wie geleckt. Nur sind die Ermittler nicht so dumm und die Spurensicherung. Da gibt es sowas wie ein schlaues Mittel, das heißt Luminol. Und dieses Luminol, damit wird hier so ein Tatort eingestrichen. Und mit diesem Luminol kann man feststellen, ob Blutspuren am Tatort waren. Jetzt schauen Sie mal an, alles was hier hell ist, hier der Boden, wenn Sie den Küchenboden vergleichen, da sehen Sie, behandelt mit Luminol, Blutspritzer und Blutspuren. Und genau dasselbe auch hier auf der Tatwaffe, diesem Fleischerhammer. Haben Sie was gelernt, gell? Und wer bitte macht sowas, wenn er in Notwehr gehandelt hat? Mein Gott, ist doch ganz klar. Wissen Sie, was ganz klar ist? Dass für Ihre Frau Mutter der Unterschied zwischen Totschlag und Notwehr ganz klar ist. Ihre Mutter weiß ganz genau, wenn sie sich hier auf Notwehr beruft und damit durchkommt, dann geht sie straffrei aus. Wenn nicht, wird sie wegen Totschlags verurteilt und sitzt jahrelang hinter Gittern. Meine Mutter hat die ganze Zeit, in der sie mit meinem Vater verheiratet war, immer so getan, als wäre überhaupt nichts passiert. Ich meine, sie hat echt jeden Tag einen langen Pulli angezogen, damit man die blauen Flecken nicht sieht. Ja. Ganz ehrlich, ist doch ganz normal, dass sie an dem Tag, wo das passiert ist, auch so getan, als wäre nichts passiert und hat alles geputzt. Ja, ganz genau, weil man das vergleichen kann, oder? Es ist sicherlich eine mögliche Erklärung dafür, Herr Staatsanwalt. Genau. Gibt es denn noch eine Frage an die Frau Lang? Ich habe keine Frage an Sie. Danke, Frau Lang. Dann bleiben Sie unvereidigt, nehmen bitte hinten Platz. Milena Brauer, schauen Sie mal, ob sie inzwischen da ist, bitte.